Hi Leute! Ich habe gerade Schokolade gegessen, jetzt bin ich wieder voll motiviert. Hi Flo. Hallo. Die letzten Parts waren einfach so langweilig. Also, falls jetzt jemand noch dran ist da draußen, jetzt wird's Jetzt geht's spannend. rund. Ja! Nein, wir haben Wie jetzt eine natürlich. Person, die noch zusieht. Ja, genau. Mama. Ist sowieso total lustig. Meine Mama spielt ja Forge of Empires. Oh, Und okay. hat mich letztens gefragt, also sie schaut auch unsere Videos, kannst sie grüßen. Ja. Hallo, Und Mama. sie hat mich dann voll die Sachen gefragt in Forge of Empires, so quasi von wegen, ja, wie man das und das und das macht, weil ihr spielt ja auch sowas in der Art. Und damit Ja, sind alle jedes Spiele Spiel gleich. funktioniert gleich. Ja. Genau, ja, voll lieb. Naja, aber das ist so meine Zukunft, glaube ich. Da werde ich dann auch in der Pension zocken. Ja, wie lange Okay. haben wir noch bis zur Pension? Eh nur mehr so 30, 35 Jahre. Es wird schon noch. Easy. Gut, genug Gequatsche. Also eigentlich nicht, das wird weitergehen, aber wir werden ein bisschen Blut dazwischen gießen, vergießen. Blut. Das heißt, du bist ready für einen Angriff? Nee, noch nicht. Achso. Ah, Mein Gott. sorry. Nein, aber bald. Ich habe so Also. viel Geld, dass ich überall schon separat baue, aber noch immer über 7.000 habe. Dann Ich schick keine mir Ahnung, was was. du. Do something. Ja, wenn du mir eine Anfrage schickst, kann ich dir schon Geld schicken. So ist es ja nicht. Ich brauch Truppen, ich brauche kein Geld momentan. Ja, Ja, wobei, das. das Geld brauche ich natürlich zum Stadt erweitern, aber ja. Das will ich mir doch verdienen, wa? So, da habe ich überall eigentlich was. Da baue ich jetzt noch So. einen Also. Sobald Marktplatz wir hier auf. die zusätzlichen Truppen haben, The current jihad has come to an end. nämlich jetzt, bin ich eigentlich ready. Das heißt, ich habe halt jetzt keinerlei Backup-Pläne. Also, wenn jetzt irgendwie Dänemark doch sagt, nö, ich mag euch nicht, Dann haben wir ein großes Problem, das ist richtig. dann wird's halt spannend. Dann würde ich mich wahrscheinlich verkrümeln. Na, auf Dänemark konzentrieren oder so, aber I don't know. Also du stehst hier links schon bei Varberg Ja. mit deinen Wenn Armeen. du bereit bist, dann erkläre ich quasi Norwegen den Das Krieg. heißt, wie ist denn der Plan, wenn wir uns das kurz anschauen da oben? Wir gehen einfach Mein. Du durch. kannst ja kurz auf Pause klicken, dann sehe ich es Ja. dir. Ja, was ist? Mein Plan ist, unten mit den zwei Armeen Göteborg zuerst und separat dann, also Göteborg anzugreifen, schauen, wie stark die sind. Wenn sie sehr stark sind von der Armeezahl her, dann werde ich mit beiden angreifen. Wenn nicht, werde ich mit nur einer und die andere weiter raufziehen nach Oslo und mit der oberen auch Oslo angreifen. Ja, was ist, wenn ich gleich mit meiner Armee, meine sind beide an der Ostküste, in Kalmar und in Linköping, wenn ich gleich durch dein Land ziehe in Richtung Norden? Ja, du könntest Richtung Oderness oder Bergen und schauen, ob du irgendwelche. Am liebsten wäre es mir, oder ich meine, du kannst ja auch ein paar Länder rein haben, wenn du willst. Du kannst ja Ja, wär wichtig fürs beanspruchen. Wachstum schon langsam, ja. Ja, du musst mir halt sagen, welche du haben möchtest, weil dann werde ich meinen Angriff anders planen. Ach so. Ja, was willst du? Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Ich habe jetzt noch Mir gar ist nicht es geschaut, auch was es egal. in den Regionen gibt. Ich meine, das Mineralien, Ding ist, Marmor. was ich glaube, mehr Sinn macht, ist, wenn ich Sachen nehme, die innerhalb von meinem Territorium sind, also zum Beispiel Göteborg und Oslo, Ja, auf weil jeden Fall. du bist ja sowieso, wenn du Göteborg und Oslo nehmen würdest, du wärst sowieso gespalten von den restlichen Ländereien. Ja, So absolut. wäre ich wenigstens zusammen und du könntest dann zum Beispiel Odernes, Stavanger, Bergen und Nidaros haben, Nidaros. die oberen vier. Ja, theoretisch könnte ich sogar wirklich ganz in den Norden gehen. Ja, Eben. genau. Ich würde dir diese vier geben, weil ich bräuchte eigentlich nur Göteborg und Oslo. Ich meine, brauchen durch keins, aber das wären die interessanten, finde ich, für mich. Und die restlichen oben könntest du alles haben. Ja, für mich wäre es auf jeden Fall sehr verlockend. Ich würde einfach mal raufschauen und dann sehen wir, wie es läuft. Vielleicht schaffe ich kein einziges Genau. davon, also. Aber dann würde ich mich schon, bevor wir Krieg erklären, würde ich dir raten, deine Armeen direkt neben meiner oben zu platzieren, damit du dann gleich rübergehen Gleich nach kannst. Falun zum Beispiel oder so, gell? Ja, dass du quasi zu meiner raufkommst, oberhalb von Oslo und dann rüberziehst. Ach so, ich wäre nach Falun gleich gegangen. Wobei, ach Nö. so. Na, ich muss sowieso da unten entlang gehen, gell? Weil da in der Mitte ist Gebirge. Nördlich von Oslo ist Gebirge, da komme ich nicht rüber. Ja, nein, nein, schon nach Falun und dann, wenn ich Oslo angreife, einfach rüberziehen. Okay, ja, passt. Aber mal dorthin kommen einfach. Machen wir so. Ja, gut. Ja, Dann sehr gut. starten wir mal. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg.
So, wo ist denn die zweite? Also in Kalmar. Also in Kalmar ist sogar die stärkere. So, dauert jetzt eh ein bisschen. Also gut, 6400 Mann sind da jetzt am Weg. Und ich werde dann dazwischen immer wieder da unten einfach so Garnisonsarmeen rekrutieren. Aber was ich nur gerade merke, ist, dass ich von der Nahrung her gerade schon ein bisschen am Limit bin. Dadurch, dass ich jetzt diese Upgrades gemacht habe. Ich habe in den Garnisons zum Beispiel überhaupt keine Armeen nirgendwo. Naja, aber da könntest du eben so ein Backup rekrutieren, dass du dann halt gleich nachziehen kannst. Stimmt, ja, das könntest du machen. Aber ich glaube, das brauchen wir aufgrund unserer Anzahl von Armeen nicht wirklich. Ja, wahrscheinlich. Ja, vor allem wegen dir. Bei mir ist jetzt, ja, schauen wir mal. Also ich glaube, wir sind da schon sehr stark aufgestellt. Ja. So. Da werde ich noch eine Kunstakademie bauen. Ja. Ich glaube, das bringt auch einiges. Ja. I put my faith in your bidding. Ich mache das mit dem Klerus milde Stimmung jetzt gerade echt die ganze Zeit, aber es hilft halt auch wirklich, gell? Ja, ja, klar. Weil, was ich nicht habe, ist der unser Volk jubelt, da wir in unserem Königreich nun alle Waren produzieren, die für Errungenschaft Überfluss erforderlich sind. Boah, das hast du echt geschafft, cool. Dass immer die Nachricht kommt, mit Söldner sind aufgetaucht, das geht mir ein bisschen am Zeiger. Ist die Frage, ob du das... Achso, in die Einstellungen, warte mal. Weil Söldner, die Nachricht, dass immer Söldner da sind, ich brauche ich wirklich nicht. Ich probier's. So, also von mir aus kannst du anfangen. Okay, dann werde ich mal diplomatischen Wege Norwegen den Krieg erklären. Da kannst du bei mir quasi bitten, dass ich beitritt, oder? Ja. Jetzt bin ich so gespannt. Okay, warte, mach mal Pause kurz. Tja. Meinung des Adels, des Klerus, verschwinden. Meinung des Bauern schon schlecht. Ja, die haben sie natürlich alle. Kaufmann Alf ist gefangen genommen. Okay. Nicht Alf. Ja, sei es. Okay, dann muss ich da aus dem Ding rausgehen, weil da marschieren sie jetzt. Okay. Das heißt, ich werde da auf Göteborg marschieren. Dahin marschieren. Da werde ich auch Richtung Oslo. Cool wäre es, wenn du mir eben da dann weiter nach Odernest ziehst mit deinen, die oben sind. Ja, kann ich machen. Die Frage ist perfekt. Eben, oder ob ich nicht gleich Richtung Bergen oder Stavanger gehen soll. Kannst du auch. Aber ich habe einen Rang. Cool wäre es halt, wenn du die nachfolgenden Armeen irgendwie aufhältst. Ja. Achso, da ist ein Schiff mit 3000, gell? Bei Odernest. Okay, ja, passt. Ich fahre mal darüber dann. Oder geh. Hast du schon? Yes, my lord. Weil du musst mich noch... Ich kann sofort Geld Flandern, will uns helfen. Nee, ablehnen. Du musst mich noch mit reinziehen, gell? Ja, wie mache ich das? Mich anklicken und dann fordern, Krieg beitreten oder so irgendwas, glaube ich. Ja, genau. Diplomatie, zack, Audienz, fordern, im Krieg unterstützen. A diplomatic message has arrived. Kannst du mir dafür Geld geben? Na, annehmen. Dänemark ist gerade gestanden, ist wütend. Verlassen. Ja, sollen sie wütend sein? Yes, my lord. As you wish. Ich habe mit denen einer. Mit denen. Eine Finanzierung des Kreuzzuges annehmen. Schau mal, der zieht zurück mit 5000 Mann. Ja. Aber du willst. Warte mal kurz, du willst Oslo haben, oder? Das ja, der kommt übrigens von oben. Das. Achso, okay, der ist mit 200. Ja, das ist. Ich würde gerne Oslo und Göteborg haben, ja. Das heißt, ich kann jetzt Oslo eigentlich nicht angreifen. Du hast da jetzt. Du bist da eh schon dabei. Und du bist ja unten auch schon dabei. Okay, ja, passt, dann ziehe ich einfach weiter. Ich bin nur gespannt, ob ich es schaffe. Schau mal, was der hat. Hauptsächlich leichte Einheiten und Wikinger. Okay, der hat noch keine schweren Einheiten. Das ist natürlich gut. Dann wird sehr gut. Dann wird es aber wahrscheinlich ein heftiger Angriff. Achtung, da oben sind. Okay, das sind nur 220 Mann. Ist ja nur ein General, weiß nicht, was der will. Der wird nicht viel erreichen können. Der kann ja nicht mal plündern, oder?
Weiß ich nicht. Selbst wenn. Ich habe genug Geld und Backup, dass es mir egal ist. Kaufst einfach Söldner. We will be rich in no time. Kaufmann war erfolgreich. 6000 Gold bekommen. Yes. Sehr schön. So, dann kann ich nämlich da drüben. Was gibt's denn da? Was will er? Fallon angreifen mit 220 Mann? Viel Glück. Tiefe Wälder und Bernstein. Nee, wir haben ihn einfach gefangen genommen. Er ist einfach auf die Burg zu und wollte. Echt? Ja. Sehr schön. Ich werde da dann einfach einen Getreideanbau machen. Schadet nicht. Ah, schaut mal. Schau mal, der kommt mir mit 2600 entgegen. Okay, er hat umgedreht. Ja. Hat sich gedacht, oh shit. Sieht sehr gut aus alles, ja. Ja, ich würde normalerweise bei ihm plündern, aber in dem Fall, ich habe jetzt auch nicht mehr so viel, also 70 und ich habe nur mehr 70 von 70 von 100 Nahrung dabei, das heißt, muss eh schauen, dass ich die Stadt relativ schnell kriege. Der kommt wieder, dieser eine Prinz mit der 220, dem geht, glaube ich, einfach nur ins Gefängnis ständig wandern. Oh Gott. Nur keinen Sinn. Das ist echt schräg. Boah, Odernes ist ja riesig. Die haben 37 Arbeiter in ihrer Stadt. Alter. Die haben 7000 Mann. Truppenstärke. Ja, ich habe jetzt vielleicht nur den Vorteil, dass meine Einheiten eben schwer sind. Ja, und du. Ja, sehr ausgeglichen. Wenn ich mit meinen fertig bin, kann ich ja zu dir raufkommen, aber es dauert halt. Schauen wir mal. Vielleicht läuft die Schlacht jetzt eh zu unseren Gunsten. Armee-Moral ist leicht im Plus. Ja, oder ich höre auf zu belagern. Und was meinst du, wenn ich die Belagerung abbreche, könnte ich theoretisch bei ihm da die ganzen Ortschaften niederplündern, weil da muss er rausrücken, dann hat er seine Garnisonsarmee nicht dabei. Das könntest du auch machen. Das sind 3000. Du musst nur bedenken, die musst du halt dann wieder aufbauen, wenn du sie zerstörst. Ja, wenn du dann die Gegend besitzt. Aber andererseits verliere ich das jetzt, glaube ich, gerade. Ein Prinz wurde geboren. Das ist eindeutig ein Spion. Oder ein Händler. Ich gehe auf Kaufmann. Naja, man geht schon wieder hoch. Sie wissen ja, dass ich gewinne. So, ist da die Universität fertig? We will break their defenses. Wie viel um mein Knie? Ja. Okay. 500 Bücher noch, dann kann ich mitten im Kampf noch schnell upgraden. Pagan heresy has spread to one of our neighbors. Bei dir ist Heidentum. Heidentum. Was soll das? Ketzerei und Heidentum. Savionen werden am meisten respektiert. Ja, warte, bis wir Norwegen ausgelöscht haben, dann schaut das Bild schon anders aus. Ja. Mann da. Können das nie halten so lang. Also sie können auf jeden Fall nicht mehr machen als das, was sie da jetzt gerade haben. Da haben sie jetzt echt nichts mehr, gell? Es ist alles im Kampf bei ihnen. Ja. Das ist gut. Sitzen keine Armeen mehr. Ich habe theoretisch im Osten noch einen Hauptmann. Ah, so, jetzt sind wir da bei 1000. Das heißt, wir werden hier beginnen. Das sind die schweren. Das müssen wir gleich nachrekrutieren. Oh, der kommt nochmal mit 2900 Mann. Ich muss abbrechen. Okay. We'll fight another day. Burn the homes to ashes! Burn the hose to ashes. Das ist auch geil. Ja, ich muss da zurück.
Der hat echt viel da hinten noch. Okay. Ich hab mir nicht gedacht. Gehen wir vielleicht da hin. Ich kann dir dann helfen, dann schau vielleicht, dass nur absichert, dass keine Armeen da zu mir runterkommen. Ja, ich werde ihn einfach beschäftigen, indem ich da jede Menge plünder. Ja, genau. Das Einzige... Oder seine einzelnen Armeen irgendwie versuchst. Achso, ja, in Kämpfe einzeln vielleicht ausschalten, ja. Ja. Das Problem ist, ich habe bald keine Nahrungsmittel mehr. Okay. Aber warte mal, wenn ich da jetzt bei so einem Nahrungsdings plünder, kriege ich normalerweise sowas, gell? Achtung, der fährt jetzt gerade mit seinen Armeen darüber. Also den kann ich... Wenn du irgendwie abfangen könntest, warte mal, ich versuche mal Dänemark dazu zu bewegen. Dass die beitreten? Das wäre hilfreich jetzt, ja, weil ich kann eigentlich, also ihm nachkommen tue ich jetzt nicht wirklich. Du bist oben, ja, schon im Vorteil. Ich werde theoretisch... Sie wollen nicht. Den. Sie mischen sie nicht ein. Den hier werde ich auch noch herholen. Nach Linköping. Ja, ich muss das jetzt leider plündern, weil sonst habe ich keine Vorräte mehr. Okay. Dann kann ich dir da wieder helfen. Oder er geht jetzt vielleicht sowieso auf mich, wenn ich da jetzt beginne, bei ihm überall alles zu zerstören. Ich hoffe es. Ich sage einfach, wenn es bei dir weitergeht. Ja, geht. For Valor, attack! Ah, nee, ich nicht Na, vielleicht, wenn ich weitermache, schauen wir mal. Armeevorräte sind fast aufgebraucht, ja, das ist uncool. Er darf nicht zu mir weit in die Städte, weil sonst habe ich ein Problem. Sonst muss ich die Belagerung abbrechen. Warte mal kurz. Okay, ist ausgeglichen da unten. Shit. Der kommt nochmal mit 2990. Das werde ich nicht schaffen bei Göteborg. Okay. Warte, vielleicht kann ich gleich, sobald ich das habe. Ja, das dauert zu lange. Warte mal. Ich muss noch richtig runterkommen, aber ich glaube nicht. Wir haben eine diplomatische Message. So, habe ich noch andere Freunde, die helfen können. Bremen. Stark einseitig. Ich werde versuchen, hier oben. Hier kann ich nicht bauen. Das ist natürlich sehr kacke. Kannst du noch irgendwas? Nein, okay. Das ist alles zu spät. Ja gut, aber jetzt eine Belagerung zu verlieren wäre jetzt nicht so tragisch, oder? Die Frage ist, ob man irgendwie... Naja, das ist, wenn er kaum welche verliert, ist es schon sehr tragisch. Mhm. Weil dann wird er einfach drüber rollen mit seinen weiteren Armeen. Letzte Problem. Boah, das dauert ewig mit dem Plündern, aber ich habe keine Vorräte. Weil theoretisch das nächste, was ich machen könnte, wäre jetzt sofort seine Stadt angreifen. Das wäre die andere Variante. Dann muss er abbrechen, oder? Mhm. Das würde ich auch machen, wenn ich du wäre. Ich hätte, das ist das Problem. Ich dachte, der geht mir jetzt nämlich nach, deswegen habe ich beide Armeen da drauf geschickt. Weil sonst hätte ich einfach mit einer da jetzt geplündert und mit der anderen helfen können. Mhm. Aber ich habe jetzt da drüben in Linköping, also bin ich gerade noch am Rekrutieren. Jetzt haben wir da jetzt die hier. Ja, das werde ich alles nicht gewinnen können. We have pillaged an enemy settlement. Warte, ich habe die Schlacht gewonnen. Kurze Pause. Wo bin ich denn? Da bin ich. Was haben wir jetzt wieder? Ich bin wieder voll. So, was soll ich denn machen? Ich würde sagen, wir besiegen seine Armeen. Ich würde sagen, du kommst mit dem Schiff rüber und wenn ich die Schlacht verloren habe, joinst du meiner anderen. Also nach Göteborg, oder? Ja, ja gut, dann haben wir seine Armeen alle besiegt. Ja. Dann eine 3100 Armee hat er nur oben. Soll ich die machen? Ist egal. Nee, komm zu mir. Okay. Wir müssen geballt gegen ihn vorgehen. Ja, bin schon am Weg. Ah, das Plündern war jetzt wichtig. So. Genau. Brauche ich dich? Also das ist jetzt außerhalb von Göteborg. Das heißt, die Belagerungsarmee ist
Die Garnison ist nicht dabei. Sehr schön. Kannst du die einen aufhalten, diese 1400? Versuch's gerade, ja. Das Problem ist, dass die natürlich schneller sind. Ja. Jetzt belagere ich gerade unabsichtlich Göteborg. Das ist nicht klug. Wollte ich nämlich ja, ich wollte eigentlich dir da in dem Kampf helfen. Wo geht denn er hin? In dein, generell in dein Land, gell? Ich probiere was. I'm ready, if you insist. We're marching. Warum wieder bei Westeros? Das macht keinen Sinn. Ich denke es mir auch gerade. Aber. Your orders. To battle and victory! Okay, oben kommt er jetzt mit einer 3-8er. Ich bleib mit der 2-3er bei dir unten. Damit können wir mit der gemeinsam die 3-8er vielleicht. Also okay, er ist in Oslo. Was macht er mit der 1-5er? Ich weiß es nicht. Ich drehe ein bisschen schneller, gell? Yes, my lord. Wo ist er mit der 3100er hingegangen? Nach Oslo, glaube ich, ja. Hat so ausgeschaut. Aber ich habe es nicht genau gesehen. Wo will er hin? Oder läuft er jetzt von mir einfach davon? Kann auch sein. Ah, mit der 3-9er geht er rauf. Oh oh. Jetzt muss ich aufpassen. Ja. I'm ready. We're marching. What is your wish? As you wish. Werde ich da Göteborg belagern weiter? I'm ready. We're marching. Ich muss kurz abdrehen. Ah, der ist oben bei mir. Der Zöldner Colt. Jetzt hat er 2-8 da oben. Bremen hat uns tritt bei. Ja, das habe ich arrangiert. Sehr gut. Ich schaue, dass ich meine Armeen da jetzt irgendwie zusammenziehen kann. Yes. If you insist. 2-7. Ah, der plündert da oben bei dir, gell? Should we march? So, warte mal. Ich habe jetzt da unten. Ich füge mal kurz zusammen. At once. Yes, my lord. My sword is yours, sire. We're marching. A glorious royal wedding was held. Warte mal ganz kurz, ich muss Pause tun. Göteborg habe ich schon fast. Die können wir. Also, na, die fülle ich dann da drinnen auf. Das ist schon mal gut mit Göteborg, ja. Schwere Bogenschützen. Die sind voll eigentlich. Ja, eigentlich werde ich es anders machen. Okay, bei mir geht's schon wieder. Ich tausche kurz ein bisschen durch zum Auffüllen. Und zwar tauschen wir hier. Na gut, das hilft mir nicht viel. Ha, er kommt zu mir runter, oder? Should we march? We're marching. For the crown. My sword is yours, sire. Should we march? Done. What is your wish? Off I go.
Der hat 100 Vorräte, also schiebe ich jetzt einfach mal alles rüber. Auch wenn der aber der General ist schlechter. Boah, das ist blöd. Das bringt eigentlich nichts. Wenn sich das ausgeht, dann schrei ich. Wir sind schon wieder unten bei dem. Du musst mir da, glaube ich, helfen. Ich bin gleich da. Ich habe nur gerade eine Armee aufgefüllt. Wohin muss ich? Göteborg? Ja, schau. Ja, komm schon. Was ist dein Kommando? As you wish. Mission impossible. Okay. Okay, noch gewinne ich, jetzt verliere ich. Jetzt müsste zu schnell sein. Ich kann schwer schneller sein, als ich gerade bin, ja. Aber ja. Werde ich wahrscheinlich wieder verlieren, weil die Zeit zu schnell abläuft. Du bist nicht rechtzeitig dort, aber du könntest sie angreifen, wenn sie mit mir fertig sind. Mhm, mach ich. Ich komme mit, ja, ein bisschen was, 6000 Mann. War heftig. Das ist echt heftiger. Ja. Ja, es ist zu spät. Mhm. Okay, dann muss ich mich zurückziehen. My troops are waiting. Sire. One of our Catholic cousins has been excommunicated. We are on our way. We're marching for the crown. Yes, my lord. If you insist. What is your command? For valor. Attack. Boah, der kommt. Boah, die ist heftig. Ja, wir müssen da jetzt gemeinsam. Attack to battle and victory. Ja, der rennt mir hinterher, was gut ist. Und da kann ich vielleicht noch 450, das habe ich gleich. Ja, warte, ich greife ihn mit der an. Hilfst du da? Na, schauen wir mal. Vielleicht verliere ich hier einfach beides. Ne, ist ausgeglichen mit beiden. 1, 5. Brauchen ein bisschen mehr Nahrung noch. Gehst du mit der einen auffüllen? Ja, ich habe die eine schon aufgefüllt, die da. Die wird jetzt da runtergehen. Untätiger Diplomat im Finnenreich. You need advice. Geh mit dem auffüllen. We have erected a new building, wir haben ein neues Gebäude erigiert. Okay, ist einer verlierst du, oder gehe ich gleich hin, um die anzugreifen? Aber Teilnehmern kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nein. Ich verliere gerade beide. Oh! Sehr schön. Nö, verlierst du nicht. They are running like sheep. My liege. For honor, attack. Achso, boah, ich habe alles verloren in der Armee. More troops have come to aid in our battle. Ich hätte mir dann doch nicht so heftig vorgestellt. Sire, the enemy army is fleeing. Sehr schön. So, ich gehe noch ein bisschen langsamer. Boah, ich habe so viel verloren. Muss jetzt auch wieder zurück. I'm ready. Dafür habe ich jetzt wieder 51 Nahrung. Weil ich so wenig Unterhalt zahlen muss.
Yay. My troops are waiting. Nee. Your orders. So, wir haben da eigentlich eh nix. Gehen wir ihn raus. Ihn da rein. Upgraden können wir gerade nicht. Den schicken wir nach Kalmar. Da können wir ein bisschen zusammenfügen vielleicht. Ja, das schaut gar nicht so schlecht aus. Nee. Die Finnen sind im Krieg gegen die Norweger dabei. Stark, hast du das gerade gemacht? Ja. Sehr cool. Aber von denen war nicht eh auch Bremen dabei, merkst nix, gell? Ne. Problem da ist, ich habe auch halt wieder eine Berufung. Our clergy's opinion has worsened. Boah, es ist so heftig. So, Armee aufstocken. Ah ja, das gibt's als Mission auch. Aber es kostet eigentlich gleich viel, wenn wir es so machen, oder? Eigentlich schon. So, wie haben wir hier? Back to the castle. Ja, heftig. Heftig, heftig, heftig. Yes, my lord. Ah, ich kann die vollständige Armee anhören für meinen Krieg. Yes. Ja, das wäre natürlich in dem Fall gut. Was kannst du? Eine vollständige Armee anheuern, um für den Krieg beizutreten. Achso. Okay, cool. Ja. Das klingt natürlich gut. Unterwegs zur Plünderung von Getreidehof, sehr schön. Das heißt, die 1,5er schicken wir da mal rein, upgraden. A new pope heads the Catholic Church. Also gehst, was machst du jetzt mit der 3-4er? Einfach mal verstärken. Nein, die 3-4er, die macht automatisch, da kann ich nichts tun. Ach so, das ist, die kannst du dann nicht steuern? Nein. Und wie hast du das gemacht? Indem ich die gesamte Armee einfach angehört habe. Aber arg, dass die das automatisch machen? Ja. Konntest du einstellen, ob sie das automatisch machen? Nein. Okay. So, der versucht jetzt gerade zu mir zu kommen, so wie es aussieht. Weil ich nicht weiß, was er mit 200 Mann macht, aber... Ja, keine Ahnung. Der, seine letzten Reste, die er da zusammenkratzt. Ja, ich habe da 1800 noch. Die sind recht frisch. Ja, ich brauche halt mehr Einberufungen noch. Ja. Ein bisschen mehr. Er kommt mit einer 2-6er, gell? Liefland würde mich auch unterstützen. Kostet mich alles Geld, das ich habe. Ich habe 36.000. Mir ist das so scheißegal. 36.000. Oh Gott. Ich kann jeden dazu bestechen, dass er mir hilft. Aber Hauptsache, ich mach's gratis. Now that I'm more skilled, I want to raise. I can't. Wie viel hat er, glaubst du noch? Ah, nicht mehr viel. Ich glaube, das sind seine letzten Reste. Schau, wie schwach die sind. Ja, aber dann gehe ich jetzt auch rauf. Warm food at last. At once. Da kommt noch ein 2-6er von ihm. Die sind aber auch schon, was sie drin haben. Irgendwie nur ganz einfache Armeen. Okay, ja. I am ready. Sire, we've spotted mercenaries camping. Die Burgen sind noch relativ stark besetzt, glaube ich. My troops are waiting. So. We'll put these men in the front line. They surely don't sell their swords cheap. Ich habe noch ein paar Söldner dazu genommen.
Our diplomat has strengthened our bond with another kingdom. Sehr schön. What is your command? Jetzt geht's wieder. Okay. Off I go. Also, mit 3,5 komme ich jetzt wieder. Also, ja, es dauert alles so lange, weil du immer diese Rekrutierungsdinger brauchst, ne? Deswegen dauert es ewig. Aber ich finde das irgendwie cool. So kannst du nicht einfach schnell alles übernehmen, das stimmt schon. Ja. Naja, vor allem der Krieg, der fordert dann halt im Land ordentlich was. So. Wieder eine Armee angeheuert, die Krieg zieht. Ich kann lauter Söldner mit meinem Geld einfach anheuern. Ja. My sword is yours, sire. Ist natürlich auch vernünftig. Ich geh jetzt bei ihm einfach plündern, dadurch geht er auf mich. Ja. Er zieht gerade zurück, okay. Ah, jetzt kommt er wieder. Der war auffrischen. Mit 3,8. Das werde ich verlieren. Nein, ich komme. Sire, our pillaging was interrupted by hostile forces. Sire, our enemies were reinforced in battle. Our foes beseech you to sign for peace. Norwegen bietet Frieden an. 2500 bieten sie sogar. Dwindles, sire. Our ranks were reinforced by another. Sehr schön. Da unten könnte man leichte Einheiten machen, dafür wären wir in der Nähe. Aber da sind wir auch nicht weit weg. Ja. Nachdem der Klerus gerade immer ein bisschen angepisst ist, muss ich schauen, dass ich den jedes Mal milder stimme. Oh, wir haben schon voll überzogen. Krieg gegen Norwegen Teil 1. Damit zu Ende. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.